So, Hallihallo, da bin ich wieder in meiner Werkstatt und wir haben hier diesmal zwei Zylinder. Das sind zwei Servicezylinder und bei diesen Servicezylindern ist das so, die haben nur eine Schließung. Das ist hier zum Beispiel hier Schließung 1 und die beiden Zylinder sollen jetzt umgestiftet werden auf diese Schließung hier. So, wie wird das gemacht? Eigentlich ist das ganz einfach. Wir können hier unseren Schlüssel reinstecken. Ringe sind hier keine drauf, die gibt es extra bei diesen Servicezylindern und dann ziehen wir hier den Kern einfach raus, den FA-Kern. Dann haben wir unsere Stifte hier. Die nehmen wir einmal raus. So, dann haben wir hier die Kupplung. Wir haben hier die Unterstifte. Die andere Seite machen wir genau das gleiche. Wir stecken den FA-Schlüssel rein, ziehen ihn einmal raus und dann kommen uns unsere Stifte entgegen. Die Unterstifte, das hier ist die Kupplung. Diese werden entfernt. Jetzt nehme ich den neuen Schlüssel, stecke den hier rein und werde den jetzt bestiften. Das mache ich eben und dann zeige ich gleich, wie das Ganze aussieht. So, die Stifte habe ich mir jetzt hier schon mal rausgeholt und zusammengelegt. Dann bräuchte ich die einfach nur noch da reinzustecken. Okay, die passen nicht. Da muss ich mir nochmal eben andere holen. Das ist nicht die richtige Höhe. Okay, ich suche die nochmal eben raus und dann zeige ich das nochmal eben. So. Dann machen wir das Ganze nochmal. Also ich hatte eben die verkehrten Stifte mir rausgesucht, laut Liste. So, die richtigen habe ich. Die werden dann hier jetzt einfach reingesetzt. Ist die Schließung ist das. Und dann können wir hier nochmal die beiden einzeln nehmen. So, das ist die eine Seite. So, und schon ist das Ganze bestiftet. Worauf man achten muss, ist, dass das alles glatt ist, nicht dass einer hoch steht oder zu tief. Das war es eigentlich schon. Danach brauchen wir einmal so einen Stiftschuh, ist das. Dann wird hier bestiftet und dann werden die da reingesetzt. Dann nimmt man dann einen Unterstift, setzt den rein in dem unteren Kanal. Bei diesem ist das so, da fällt mir der nicht raus. Dann drücke ich mit dieser Spitze, drücke ich einmal gegen den Stift. Dann gucken, ob das so mit der Hand geht. So sieht das Ganze dann aus. Die Spitze drückt dagegen und dann drücke ich den einfach nur noch runter und schiebe den darüber. Das Ganze wird mit dem nächsten auch gemacht, genauso. Na, ist ein bisschen schwierig mit der Hand. Ich nehme dazu mal eben meinen Schraubstock. Damit geht es am einfachsten und am schnellsten. Das nehme ich ein bisschen beiseite. Dann kann man das nämlich hier einmal einspannen. Kann man das noch nicht so gut sehen. Das heißt, ihr könnt die Kamera mal eben umstellen, wenn das geht. Das mache ich mal eben. So, ich denke, so ist das ein bisschen besser zu sehen. Dann kann ich da auch einfacher mit arbeiten. Ich nehme dann hier einmal den Stift, setze den hier rein. Ein bisschen fester machen. So, und dann kann ich einmal hier mit der Spitze von dem Stiftschuh drücke ich da mal gegen und
Dann kann ich das da einmal runterdrücken. So, das mache ich jetzt auch mit dem nächsten so. Da sieht man, dass da noch ein bisschen hoch steht und dann nehme ich die Pinzette und drücke das da Ganze runter. So, dann kommt Stift Nummer 3. Das kann man jetzt hier ein bisschen schlecht sehen. So, jetzt ist der auch runter. Nehmen wir den nächsten. Setzen den da rein. So, dann kommt noch Stift Nummer 5. So, das war's schon. Danach nehme ich den Zylinder, stelle die Kamera jetzt noch mal eben wieder einmal um. So, das ist jetzt unser Zylinder mit den Unterstiften und den Stiftschuh. Danach nehme ich hier den Kern, kontrolliere noch mal, ob das alles passt. Ja, das ist alles in Ordnung. Darauf zu achten bei EFA ist hier. Ist einmal die Verlängerung drin, die ist dafür da, damit die Schließnase nachher hier geschlossen wird. Die hat da unten einmal so einen kleinen Absatz drin. Da muss nicht nachher dieses Teil rein. Das Teil ist auch nicht rund. Ich zeige es nochmal so: Das Teil ist auch nicht rund, sondern das ist hier abgeflacht und da sitzt hier nachher die Kupplung drin. Und wenn geschlossen wird, dann wird die praktisch hier reingedrückt. Und dieses Teil bewegt dann die Schließnase oder den Schließbart. So, das stecken wir jetzt zusammen und es kommt einmal rein. Dann nehmen wir die Schließnase mit der Position, wo die Einkerbung ist hier, die Vertiefung ist, an der gleichen Seite, wo an dem Zylinder der Stift rauskommt. Und dann drücken wir das Ganze zusammen, nehmen den Stiftschuh raus. Und schon ist der Kern hier drin. Wenn wir das dann über Kopf halten, kommt hier die Schließnase, die kommt hier die Kupplung wieder raus. Die nehmen wir gleich, um die andere Seite damit zu befestigen. So, ich bestifte den jetzt nochmal eben hier unten. Das haben wir eben gesehen, wie ich es gemacht habe. Das heißt, ich mache das jetzt mal eben ohne Kamera im Schraubstock. Dann geht das eben schneller. Und dann zeige ich gleich, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich den hier auch bestiftet. Jetzt mache ich das gleiche wie eben bei dem anderen auch. Ich achte darauf, dass dieses Teil richtig sitzt. Das heißt, dass man dieses hier da reinschieben kann. Dann nehme ich den Schließzylinder ein bisschen schräg, weil wenn ich das gerade machen würde, könnte sein, dass es rausfällt. Wenn ich den aber so halte, passiert da nichts. Ich kann vorher nochmal eben kontrollieren, ob ich die Schifte wirklich richtig gesetzt habe. Sind okay. So, und dann schiebe ich das Ganze einmal da rein. Das war's schon. Ich muss jetzt aber hier die beiden Kerne festhalten, sonst kommen die da raus. Dann kann ich das Ganze einmal drehen. Die andere Seite auch. Ja, und schon ist das fertig. Man kann sehen, das funktioniert hier einwandfrei. Ja, das war's schon. Jetzt braucht man nur noch die Ringe dazu zu nehmen. Die müssen hier noch an der Seite rein. Und dann ist das Ganze fertig.
Ja, jetzt nehmen wir uns den nächsten vor. Mit dem ist genau das Gleiche. Den stecken wir hier wieder den Schlüssel rein. Ziehen das Ganze auseinander. Andere Seite. So, jetzt bestifte ich den eben neu und dann zeige ich das gleich nochmal, wie ich das zusammenbaue wieder. Und dann sind die beiden Zylinder auf diesen Schlüssel umgestiftet. Und man kann die beiden Zylinder mit dem einen Schlüssel schließen. Das mache ich jetzt mal eben fertig und dann zeige ich das gleich mal wieder. So, jetzt habe ich den Zylinder hier gestiftet. Ich habe diesmal zwei Stiftschuhe da drin. Und jetzt machen wir das genauso wie eben auch. Wir machen einmal hier diesen Stift in der richtigen Position, dann können wir das Ganze da reinschieben. Das ist nämlich hier ein 30-35er Zylinder. Schließen also rein. Das gleiche auf der anderen Seite. So, und schon ist er zusammengesetzt. Jetzt brauchen wir hier nur den Stiftschuh rausnehmen. Die andere Seite auch. Kehren einmal drehen. Und schon das Ganze fertig und schließt auf beiden Seiten. Ja, das war es eigentlich schon so im Ganzen. Jetzt nehmen wir noch hier die Ringe. Das sind diese hier. Die werden einmal an die Seite gesetzt. Damit der Schließkern nicht mehr rauskommt. Nochmal Kontrolle. Das funktioniert. Und das gleiche nochmal eben auf der anderen Seite. Mal Kontrolle. Ja, und beide Zylinder schließen mit dem gleichen Schlüssel. Wenn Sie so auch sowas haben, können Sie uns das rüberschicken. Wir machen Ihnen das auch als Schließanlage oder gleich schließen. Oder ein kleiner Lehrgang für die, die das können, wie man sowas macht, ganz schnell. Solche Zylinder neu stiften, umstiften. Wie das funktioniert, haben Sie ja in diesem Video gesehen. Also es geht ganz einfach und auch ziemlich schnell, ist also nichts Besonderes. Ich hoffe, ich konnte da einigen Leuten weiterhelfen. Wenn Sie selber sowas haben und möchten das von uns gemacht haben, machen wir Ihnen das auch ganz gerne. Wir können uns auch Ihre Zylinder zu uns rüberschicken. Dann nehmen wir die oder wir nehmen eben halt welche von uns. So, das war's erstmal und dann wollen wir mal gucken, was wir als nächstes machen.